Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mit diesem kurzen Video möchte ich auf eine Nachfrage eingehen, die mich in den letzten Wochen öfters erreicht hat. Und zwar, ob es möglich ist, an so heißen Tagen, wie wir sie jetzt in Deutschland erleben, Sprossenzucht zu betreiben. Die optimale Temperatur oder die optimalen Temperaturen für Sprossenziehen liegen zwischen 18 und 21 Grad. Man kann auch bei 23, 24, 25 Grad Sprossen ziehen, allerdings sollte man dann die Sprossen öfters wässern. Bei den optimalen Temperaturen wässert man die meisten Sprossen zweimal, also am besten morgens und abends mit frischem Wasser spülen. Je wärmer es in einem Raum ist, in dem die Sprossen gezogen werden, umso öfters sollte man wässern, um zu vermeiden, dass sich Schimmel bildet oder dass die Sprossen verderben. Der Vorteil von warmen Temperaturen ist, dass die Sprossen schneller wachsen, allerdings auch, dass sie schneller verderben. Und wir Sprossenzüchter, wir merken ja auch, im Winter wachsen die Sprossen langsamer und im Sommer wachsen sie schneller. Aber sie können eben auch schneller verderben oder es kann sich auch schneller Schimmel bilden oder sie riechen einfach schneller muffig. Wenn man öfters die Sprossen spülen muss, dann ist es ja von Vorteil, wenn man auch zu Hause arbeitet oder in der Zeit zu Hause ist. Für viele Berufstätige ist das nicht möglich, die 8 bis 9 Stunden außer Haus sind, die Sprossen 3 bis 4 Mal am Tag zu spülen. Für diejenigen würde ich empfehlen, einfach Grünkraut und grüne Gräser zu ziehen. Gerade die Sprossen, so Erbsensprossen, auch Mungbohnensprossen, Süßlupinensprossen, die Hülsenfrüchtesprossen, die wachsen bei so warmen Temperaturen relativ schnell und sind sich nicht so anfällig wie zum Beispiel Alfalfa, was dann auch schnell muffig riecht. Und was dann auch ganz schnell verdirbt. Also Erbsensprossen lassen sich innerhalb von 2 Tagen ziehen. Die kann man auf Erde betten, Erde darüber schön wässern. Und dann kann man sich richtig saftiges Grün, Erbsengrünkraut, auch Sonnenblumenkerngrünkraut, Süßlupinengrünkraut, Mungbohnengrünkraut, das kann man sich alles an so heißen Tagen ziehen. Die Erde kann man gut wässern. Und so kann man die Gefahr des muffig riechens, des Schimmelns einfach vermeiden. Ich habe jetzt letzte Woche auch ein unfreiwilliges Experiment gemacht. Ich bin für 4 Tage verreist und hatte am ersten Tag noch Erbsensprossen, Sonnenblumenkernsprossen ausgesät, Erde darauf, schön gewässert. Und wollte ich eigentlich unserem Mitbewohner Bescheid sagen, dass er diese Anzuchtschalen dann nochmal schön wässert und habe es vergessen. Am 4. Tag wiedergekommen. Die Erde war zwar sehr trocken, aber die jungen Pflanzen, die brachen schon durch die Erde. Und alles war gut, die habe ich dann am 4. Tag einfach nochmal gewässert. Aber das zeigt, dass man da eben nicht mal auch an heißen Temperaturen nicht jeden Tag gießen muss. Also zieht Grünkraut und grüne Gräser, wenn es so heiß ist. Was auch wichtig ist, wenn ihr Sprossen zieht, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, die nur 2 Tage bei so warmen Temperaturen keimen, dann reinigt doch immer gründlich die Sprossengeräte, am besten mit heißem Wasser und mit Essig oder Apfelessig, um einfach zu vermeiden, dass sich noch irgendwelche Sporen oder gerade wenn es doch mal geschimmelt hat, dass ihr wirklich diese Sprossengeräte gründlich reinigt, um bei der nächsten Sprossenzucht nicht auch wieder ein Desaster zu erleben, dass wieder alles schimmelt. Also nochmal ganz wichtig ist, wenn Sprossen komisch aussehen oder muffig oder schimmelig riechen, dann unbedingt alles entsorgen und nochmal eine neue Sprossenzucht starten. Gerade so empfindliche Sprossen wie Alfalfa und Brokkoli, die würde ich jetzt nicht unbedingt an so heißen Tagen ziehen. Da würde ich wirklich warten, bis wieder die optimale Temperatur 20, 21 Grad gewährleistet ist. Nochmal was zum Sprossenkauf. Mittlerweile kann man ja fast in jedem Supermarkt, in Bioläden Sprossen kaufen. Und es ist ganz wichtig, dass diese auch gekühlt angeboten werden. Und eigentlich ist es auch wichtig, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Das kann man ja manchmal gar nicht so nachprüfen. Es können ja auch Kühlgeräte ausfallen. Was dann noch eine Möglichkeit wäre, Kresse zu kaufen. Also Kresse wächst auf so einem Substrat. Es gibt auch verschiedene Rucola-Kresse, auch Senfgrünkraut habe ich auch schon in solchen Boxen gesehen. Die wachsen auf so einem Substrat. Die müssen auch nicht gekühlt werden. Die würde ich euch empfehlen zu kaufen, wenn ihr irgendwo Sprossen kaufen möchtet. Alles weitere, viele Infos zur Sprossenzucht, noch weitere Hygienemaßnahmen, die findet ihr auch in meinem Sprossen-E-Book. Da geht es um über 30 Sprossen, über Grünkraut, grüne Gräser, um das Einweichen von Nüssen und Samen und über 80 pflanzliche Rezepte. Ihr findet den Link zu meinem Sprossen-E-Book unten in der Infobox. Das war's von mir. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Zieht ihr gerade Sprossen oder habt ihr noch Tipps für Menschen, die trotzdem unbedingt bei so heißen Temperaturen Sprossen ziehen möchtet? Welche Sprossen gelingen bei euch auch bei so heißen Temperaturen oder sagt ihr auch, nee, dann verzichten wir erstmal auf Sprossen
Essen lieber regionale, frische Kost, sammeln Wildkräuter? Wie geht ihr mit der momentanen Situation um? Heiße Temperaturen und Sprossenzucht? Ich freue mich über eure Kommentare, über den Austausch. Ich wünsche euch jetzt noch alles Liebe, alles Gute. Bis bald, eure Silke.